el gobierno autoritario, pero lleva la corriente y yo no me atrevo a decir que es que no reprime la repentina. Yo me atrevo a decir que el pueblo que lucha siempre vence. Levanta, 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 levanta. Steigen somit eigenhändig aus Kohle, Gas und Öl aus. Doch
muss hier für den Rahmen liegen, dass wir globale Sicherheit, Naturfreunde oder Es gibt Kinder, die in ihren Bergwerken und Stahlwerken arbeiten müssen und dort ihre Kindheit lassen. All das ist nach wie vor nicht beseitigt. Es gibt nur schöne Sprüche und sonst nichts. Und diese Sprüche können wir uns nichts kaufen. Normalen und die Sch- und
und die Schuldenmacher und die Sparer und die Ebersberger und die Burgenaufbaufahrer und die Manufaktumkunden und die Kaufhofras und die Botox-Friezer aus der Maximilianstraße. Okay. Ja, komm, das passt schon.
Wenn es falsch spielst, das hört eh keiner. Los. Gerne, das wird gut. Ja. Wo im Bergenfelserland drin 24.000 Polizisten stehen. Bis aufs König Ludwig lehrt, wer das kennt. Unterm Gipfel der Zugspitztagens, wo man auf den Schocken schaut und der König Müller-Elmau ganz legal Schwarzbauten baut. Und der im Hansel, dieses Treffen tut sich lohnen, ganze zwei Tage für die Spesen von über 350 Millionen, ganze zwei Tage für die Spesen von über 350 Millionen. 15 Staatsanwälte, 100 Richter haben's für den Gipfel bereitgestellt, um den Freiheitsgeist von Bayern zu tragen in die ganze Welt. Um den Freiheitsgeist von Bayern zu tragen in die ganze Welt. Weil das uns verboten, Schloss dem Kampfnetz. Reise Routen, Dirner Sperren. Leckt's mich reiz, weiß, hat's mich gern. Da denkt sich so mancher Bürger, leckt's mich reiz, weiß, hat's mich gern. Trefft's euch doch von uns aus das nächste Mal. Hier war dort, wo sich's lohnt. Für eine TTIP und dieser Geschäften in Pyongyang oder hinterm Mond. Schönen guten Abend, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich freue mich, dass wir die G7 Staats- und Regierungschefs hier haben und dass sie sich das anhören, was wir zu sagen haben. Für die da hinten, die es nicht sehen können, sie haben nämlich zwei Transparente mitgebracht. Die G7 Staats- und Regierungschefs selber möchten
oder möchten aus der Kohleverstromung aussteigen. Das eine Plakat sagt, Kohle kostet Leben. Und auf der anderen Seite soll das Thema der immer größer werdenden sozialen Ungleichheit auf die Tagesordnung gesetzt werden. Darum fordern die G7-Staats- und Regierungschefs, besser gleich, schließt die Lücke zwischen Arm und Reich. Ja, zum Thema Klimaschutz ist ja schon das Wesentliche gesagt worden. Aber ich möchte noch mal eine Forderung von uns, eine konkrete Forderung an die G7. Auch im Hinblick auf die in Paris stattfindende Klimakonferenz am Ende des Jahres loswerden. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig und dringend nötig, dass man kann über die G7 sagen, was man will. Wenn von diesem Gipfel kein energisches, positives Signal für den Klimagipfel in Paris ausgeht, dann ist das eine Katastrophe. Und die G7 sollen den anderen Ländern der Welt nicht vorschreiben, was sie machen sollen, sondern sie sollen mit gutem Beispiel selbst vorangehen. Aus dem Grund. Mit gutem Beispiel selbst vorangehen heißt, dass die Industrieländer, die die Hauptverantwortung für den Klimawandel tragen, auch als die G7 Finanzminister haben ja vor ein paar Tagen in Dresden auch über die Regulierung der Finanzmärkte gesprochen. Und wir fordern von den Staats- und Regierungschefs, dass sie die internationalen Steuerregeln reformieren, und zwar in der Stadt, dass international tätige Konzerne offenlegen müssen, und zwar Land für Land, wie viele Steuern sie dort bezahlen, wie viele Umsatz und Gewinn sie dort machen. Wir fordern eine Transparenz, eine länderbezogene Offenlegung von Steuerdaten für Großunternehmen. Ja, ich finde es total gar nicht in Ordnung, dass die Merkel im G7-Gipfel im Werdenfelser Land ist, ohne die Leute nach denen ihre Meinung zu fragen. Und finden Sie, mal ehrlich Leute, findet ihr das einfach in Ordnung? Das ist ja doch keine Demokratie, oder? Also meines Erachtens ist das keine Demokratie. Aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich finde es einfach total schlecht.